Für mich dieses Stück ist auch über Einsamkeit und Ende und Krankheit, über den Tod. Und ich glaube, für mich die Hauptfigur ist Marquise de Merteuil und wie sie sich als erinnert und mit ihrer Imagination den Welt schafft. Also das ist etwas Reelles, ist diese Person. Und man könnte sich fragen, ob überhaupt diese Welt, die wir auf der Bühne sehen, inklusive Valmont, ob das nicht nur eine Projektion von Marquise ist.